Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Assassin's Creed Origins. Und wir sind bei den Verborgenen im DLC. Und dementsprechend auch hier. Wer kennt das ja noch? Ne? Wir sind hier in diesem Steinbruch von Klüsma. Und wir waren ja vorhin, oder was heißt vorhin? Naja, gut, in der letzten Folge, ne, waren wir ja hier drüben. Wir sind jetzt hier gerade am Hafen, weil wir quasi gerade wieder frisch angekommen sind aus der alten Welt, weil ich da dann immer die Daily Quests mache, damit ich hier nicht so viel erkunde ohne euch. Ja, was wir jetzt noch ein bisschen gemacht haben, man sieht es jetzt nicht unbedingt, aber ich habe bei den Verborgenen ein kleines bisschen unseren Goldvorrat geplündert und habe da ein paar Fähigkeits- oder XP gekauft und dadurch dann Fähigkeitspunkte bekommen und sowas. Da haben wir jetzt hier sowas wie diesen Elite-Weidmann genommen und ich glaube hier hinten irgendwie noch den Kampfrausch und sowas. Einfach, dass wir vielleicht doch die einfach mal alle haben und die restlichen Punkte stecken wir dann hier irgendwie wahrscheinlich in Jäger und Krieger rein oder so. Mal gucken. Also das haben wir ein bisschen gemacht, dann hier hat sich eigentlich nichts getan und im Inventar hat sich eigentlich auch nichts getan. Ein bisschen aufgeräumt, wieder ein kleines bisschen was. Das hier spare ich noch an, den Plunder, weil da gibt es ein Achievement, wenn man 100 Plunderstücke gleichzeitig verkauft. Ja, wenn es drin ist, muss ich es machen. Ich bin da so schlimm. Gut, ja, und für uns geht es jetzt entsprechend los, ne? Wir schauen jetzt mal, dass wir vielleicht die ein oder anderen Sachen einfach schon als Fragezeichen mitnehmen, uns ein kleines bisschen mal umgucken, was es hier so gibt. Und dann müssen wir natürlich auch die ein oder anderen Quests schon machen. Ich würde jetzt nur nicht direkt anfangen, die ganzen Hauptquests schon mal durchzuballern. Ich meine, die geben uns zwar eine ganze Menge XP, was uns dann wieder Fertigkeitspunkte gibt, aber ich würde jetzt nicht sofort wieder anfangen, Hauptquests zu brechen. Vielleicht ist es aber auch notwendig. Das müssen wir mal sehen. Na, wir gehen jetzt hier einfach mal rein, wie in so ein neues Spiel, weil ein Stück weit ist es das ja auch. Sehen uns mal um. Leihen uns natürlich wieder permanent temporär Sachen aus, wie immer. Ihr kennt das ganze Spiel. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ne? Gehen ruhig an die ganze Sache ran. Versuchen, so viel wie möglich Spaß daran zu haben. Wir werden jetzt vielleicht nicht überall anfangen, alles so wahnsinnig krass mit, naja, sagen wir jetzt mal, versteckten Angriffen zu machen, sondern wir werden sicherlich vieles auch mal einfach so rumballern, so wie hier. Ne? Ich meine, solange sie es nicht mitkriegen und sowas, dann ich ja einfach hier ein paar lassen. Sachen. Tritt das nicht aus, das schaffst du nicht. Trottel. Sag, du schaffst das nicht. Ja, hier. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich jetzt nicht ganz so sehr gerne mit Feuerpfeilen in der Gegend rumschieße. 3 Kohlenstoffkristalle? 3? Einfach mal so? Und wir haben uns die mühsam zusammengekratzt in der alten Welt. Öl und Feuerholz. Die ägyptische Technik, Steine zu erhitzen und dann schnell im Wasser abzukühlen, damit sie zerspringen und brüchig werden, ist brillant. Aber langsam. Wir sind jetzt bereits mit unserer Lieferung im Verzug. Wir brauchen größere und auch heißere Feuer. Sagt den Händlern, sie sollen doppelt so viel Öl und Feuerholz zum Steinbruch von Klüsma liefern, wie bisher. Viel hilft viel, ja? Naja. Eisig. Fühlt sich gerade nicht so an. Na gut, ja, dann gucken wir mal hier hoch, was es da gibt. Dann ist natürlich auch klar, warum das hier so vorzüglich gebrannt hat. Hm. Au.
schön. Ich habe übrigens an manchen Stellen in der alten Welt beim einfach mal so herumlaufen noch Loot gefunden, ne? Mich so geärgert über mich selbst. Glaubt doch nicht. Aber ich hab's ja dann noch mitgenommen, von daher war es dann schon wieder okay. Ah, die Musik. Ich weiß, das sage ich ganz häufig, aber die Musik ist halt. Also ich find's wirklich cool. So, weiter geht's. Eine Klüssmateriale. Okay. Ich sag ja, ne? Wir werden jetzt ja nicht überall anfangen, komplett das schleichend in der Gegend rumzulaufen. Aber ab und zu, ne, werden wir das natürlich trotzdem machen. Ungehorsame Seeleute. Schiffslogbuch. Die Seeleute Praxa und Mahut wurden gemeldet. Sie haben frei bekommen, um sich auszuruhen. Stattdessen haben sie eine verlassene Mine im Norden erkundet. Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, dass dort ein versteckter Schatz läge. Doch die Narren sind direkt in ein Schlangennest gelaufen. Baxa wurde gebissen und Mahut musste ihn zurücklassen zu unserem Heiler. Was? Musste ihn zurück zu unserem Heiler tragen? So rum. Dummheit muss bestraft werden. 12 Peitschenhiebe. Okay. Chillt mal. Anstatt sich zu freuen, dass die Leute wieder heile zurück sind, ne? Und die wollten sich ausruhen. Ist doch. Was die da bei ihrer Ausruherei machen, ist doch deren Sache. Waren ja jetzt nicht besonders unvorsichtig oder dämlich oder sowas. Halt nicht genau aufgepasst. Ja, mein Gott. Kann doch mal passieren. Weißt du, wenn sie jetzt hier von solchen Knippen hier Snowboard runtergefahren wären. Ja, okay, hätte ich ja noch verstanden. Aber so. Also, da hätte ich es verstanden, wenn man dann sagt, so, hier, Dummheit muss bestraft werden. Ach so, das ist doch. Waren sie halt mal ein bisschen vorsichtig. Was sagt die Leute im Himmel? Mann. Oh, was haben wir denn hier? Das sind ja gar keine solche. Oh, guten Tag. Ich wollte jetzt nicht respektlos sein, ne? Junge Dame. Das war unser Vogel. Was haben wir denn hier? Verdammte Schlangen. Eine Warnung an alle Arbeiter. Es gibt hier giftige Schlangen. Wir töten alle, aber am nächsten Morgen, wenn wir zurückkommen, sind sie wieder da. Zwei Zimmermänner sind schon durch ihre Bisse gestorben. Ihr müsst extrem vorsichtig sein. Okay, bin ich.
Hast du gesehen, wie extrem vorsichtig ich war? Sind hier unten auch Schlangen? Ich meine, das wäre richtig cool. So ein paar Seeschlangen jetzt hier unten noch oder sowas. Finde ich schon cool. Nochmal drei? Einfach so. Nochmal drei Kohlenstoffkristalle. Da wirst du ja zugeworfen hier mit dem Zeug. In der alten Welt hast du sonst was machen müssen, um irgendwie einen zu bekommen. Wenn du mal Glück hattest, zwei, hast du hier eine ganze Garnison oder Zitadelle kaputt gemacht und hast irgendwie einen gefunden. Und hier, ja, ne? Hier hast du ein Nest, da sind zwei Schlangen drin. Ja, dann, ja, für den Aufwand, ja komm, kriegst du drei Stück. Schon ein bisschen krass. Also ich finde das gerade schon ein bisschen heftig. Ah, da ist alles. Lass mich warten, Schlange. Sind hier unten vielleicht noch mehr Schlangen? Das ist so weird. Aber okay. Ich beschwere mich jetzt nicht. Alles okay. Ja, hier hoch gehen wir jetzt vielleicht mal noch nicht sofort, ne? Dann lass uns mal hier hinlaufen wieder. Obwohl, ach komm. Dann nutzen wir gleich mal die Möglichkeit. So eine Schnellreise ist ja nicht schlimm. Ist ja nichts Verbotenes oder so. Ich wollte erst das Pferd nehmen, aber dann... Aha, auch wieder ein paar Bösis, ja, die uns Sachen verheimlichen wollen. Wie viel kriegt man hier eigentlich? 30, und da auch 30. Naja. Auf dem Ort! Gut, Paket! Diese Zone ist tabu. Das macht ja nichts. Ja, war auch nicht so eine Tabu. Aber mittlerweile geht's. Jetzt fackelt hier wieder alles ab. Schlimm. Ja, das brennt jetzt wieder eine Weile, ne? Mal drei Stück. Verdopple die Wachen.
Claudius, gestern habe ich bemerkt, dass ein Teil unserer Vorräte über Nacht einfach so verschwunden ist. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Wie ist das trotz all unserer Anstrengungen denn möglich? Bestehlen uns etwa die Arbeiter vor unseren Augen? Wenn das der Fall ist, werden sie alle am Kreuz enden. Bleib wachsam, informier die anderen und verdopple die Nachtwachen, falls nötig. Wir müssen die Diebe schnappen, bevor Tacitus davon erfährt. Oder Tacitus, ich weiß es nicht, wie man die sinnvoll ausspricht. Oh. So, du willst mir jetzt aber sagen, dass wir jetzt 9 Stück haben. 9 Stück. Gut. Ja, ich... Jawohl, wir brauchen ja eigentlich hiervon 10. Hier nochmal 10, da nochmal 10 und hier wahrscheinlich... Ja. Weiß nicht. 5 oder 12, wenn danach nochmal 7er kommt. Weiß halt nicht, ob die Hilfsmitteltasche dann auch irgendwann mit diesen Tränen der... Weiß ich nicht, oder so. Wie hieß das? Sternscherben, ne? Scherben eines Sterns, genau. Ja. Hm. Weiß ich nicht, ob wir die dann auch für die Tasche, für das letzte Upgrade da brauchen oder nicht. Wow. Gab's jetzt hier nicht... Was ist jetzt hier? Das ist bestimmt irgendwie wieder eine Triere oder irgendwie sowas, ne? Weil das war doch gerade eben noch... Lass uns mal dahin reiten. Entschuldigung. Ja, es tut mir doch leid. Ich hätte Vorsicht sagen sollen. Ja, ist ja gut. Passiert mir immer wieder, ne? Operum tuorum geman castra. Okay. Alter, ich laufe hier einfach lang. Ist der ganze Platz hier gesperrt für mich oder was? Hier darf man gar nicht lang, weil hier alles rot ist. Das ist doch eine ganz normale Straße, Leute. Ich kann ja nicht eine ganz normale Straße hier auf einmal sperren. Was ist los mit euch? Wow. So, hörst du mal auf, mein Pferd zu schlagen? Ich darf hier anscheinend gar nicht lang. Ich meine, ja, da hätte mich das hier schon drauf hinweisen können oder sollen. Aber ich dachte halt, das ist ein ganz normaler Weg. Also jetzt wirklich im Ernst. Ich dachte, das ist ein ganz normaler Weg. Weil ich muss doch hier irgendwie zu diesem Fragezeichen da hochkommen. Kann doch jetzt nicht gewollt sein, dass ich mich hier die Berge hochkraxle. Muss ich auch irgendwie hinreiten können. Das ist so strange. Aber okay, andere Länder, andere Sitten. Ja, muss ich mich dran gewöhnen, ist klar. Alles in Ordnung. Habe ich nur nicht so für ernst genommen. Gebe ich ja zu. Ja. Hätte ich machen müssen.
war in der Art und Weise keine Absicht. Bin ich ehrlich. So, wo ist denn das Fragezeichen? Ach, da unten. Achso, warte mal, das ist doch hier irgendein Questgeber, ne? Ja. So, wie komme ich da jetzt hin? Fragen dann. Da. Ich will doch einfach nur da runter, wo es den ganzen Loot gibt. Ist denn das so schlimm? Anscheinend schon. Da hinten geht's rein, ja. Aber das ist. Ist das nicht der Eingang zum. Ja, das ist doch. Das ist doch der Eingang zu unserer Hütte. Okay, dann kann ich wahrscheinlich nur da unten zu den Schätzen hin, wenn ich diese, naja, diese Militärtruppe hier drüben kaputt mache. Na gut, dann ist das wahrscheinlich so. Dann habe ich da jetzt ein bisschen rumgedattelt. Okay, gut, also was machen wir? Als nächstes gehen wir natürlich da drüben hin. Ist ja vollkommen klar. Na, die haben jetzt schon extra schon mal Verstärkung gerufen. Da hinten sehen wir sie. Da, die zwei. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Spaß. Na, machen wir gleich danach. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.